So, moinse Leute. Ich bin froh, es euch zu sagen. Dies ist ein Genesis AD Open Beta Gameplay. Warum das so toll ist? Es hat bei mir anfangs gefunden. Ich habe keine Ahnung wieso, aber der tolle Gameguard hat ein Problem gehabt und ist ständig abgeschissen. Und ohne Gameguard da kalt. Das ist nun mal so. Ich muss das Ganze noch leider in der Bundesliga zocken. Ja, die war ich erst noch 10 Matches machen auf anständigen Servern. Defend the flag! Das finde ich zwar sinnvoll, aber auch irgendwie nicht. Ja. Das Ganze zocke ich jetzt natürlich auf voller Grafik, was ich früher nicht bei meinem Bob-PC sagen konnte. Da konnte ich das noch nicht mal mehr voller Grafik leckfrei zocken und auch. Also da. Ja. Da hatte ich auch noch nicht kommentierte Videos. Ja. Gut. Was es Neues hier drin gibt, mir ist nicht aufgefallen. Ja, okay, ein neues Interface, würde ich sagen. Aber über mehr will ich mich jetzt noch nicht äußern. Oh, shit. Proceed to ally territory immediately. So, ich versuche jetzt einfach mal im Alleingang das Ding hier rauszuholen. Flag has been returned to ally base. Jo, das ist gut. Allerdings so ganz schutzlos. Also ich bin kein Profi in Ego-Shootern. Ja, das kann mein lieber Freund Lostischer sehr gut bezeugen. Ja. Aber ich hoffe, das geht jetzt einfach mal was. Aber irgendwie habe ich nicht so richtig. Also ich habe 3-0. Das. Your energy is insufficient. Okay. Jetzt haben wir auch nicht viele Typen hier. Oh, jetzt habe ich 6-3. Ja. Jetzt renne ich wieder rum. Also ich. Was soll ich sagen? Also. Ich finde das Spiel cool. Und wenn, ich an ein Free-to-Play-Ballerspiel, was etwas futuristischer ist, sagen würde, würde das erste Genesis AD sein, nämlich. Das ist cool. Jo, das war jetzt knapp. Ich bin fast. 360 Leben, aber der hat mein Helm jetzt aufgeschossen, wie ich das richtig sehe. Ja, das ist natürlich nicht gut. Also wenn man auf schießen ist, kann man nicht. Oh, das fand ich jetzt ein bisschen unlogisch. Ne, nicht unlogisch, aber das war jetzt ein Glückstreffer, nämlich ich habe eine. Wie heißt die denn? Eine Z2 und die ist sau ungenau. Aber ich mag sie. Proceed to ally territory immediately. Also, ich habe schon wieder hier nicht so weit richtig auf Widerstand. Also ich habe 8-1, bin der erste in der Liste. Ja. Yeah. Gut, ich sollte das jetzt auch nicht so lächerlich machen, nämlich Glück, dass ich irgendwann. Oh Gott, der hat mich erschreckt. Also, da sind jetzt schon wieder so Typen, die sich alle als Hacker bezeichnen. Das ist bei Free-to-Play-Online-Spielen meistens so, nämlich. Weil der Spiel, wenn man da hacken würde, da ist der Account nicht nur weg, da kriegt. Da ist er weg. Ja. Da ist er weg. Also, hier ist es immer so eine Sache. Also, wenn ich jetzt hier so weiter munter die Dinger. Also, ich habe 11-1. Hab kaum welche gekillt. Wo sind die denn alle? Ist doch gleich mehrere Teams. Ja. Für die ganzen Sniper. Oh, da habe ich jetzt. Oh. Jo. Proceed to ally territory immediately. Okay. Das dritte Mal.
Die haben bis, dann mein Team hat bis jetzt 2 Punkte. Und wer hat die Punkte gemacht? Ich. Ja. Ich hoffe, ich werde nicht geschnappt, aber das hörte sich jetzt irgendwie so an, als wäre einer auf mich aufmerksam geworden. Your energy is insufficient. Das hatte ich jetzt nicht erhofft. Nämlich, das ist nie gut. Oh, der kommt hier, ich rieche das. Gut, ich rieche. Tja! Geiles Timing. Noch ein Punkt. Ich habe 3 Punkte gemacht. Habe eine Statistik von 15-1. Obwohl ich, glaube ich, nur 3 gekillt habe. Glaube ich. Da geht's richtig zur Sache und ich gehe jetzt nicht mehr dahin. Your energy is insufficient. Ich will jetzt auch mal ein paar Kills haben. Ne? Ich dachte, ist das ja irgendwie. Oh. Ich habe kein so ist es wieder voll. Yo. Ah, schade aber. Also 16-2 und ein Sniper hat mich gekillt. Ich hasse Sniper, ich werde sie immer hassen. Jo. Boah, das war jetzt aber ein geiler Kill. 17-3. Schade. Da. Oh. Jetzt werde ich nicht gesund an. Also ich habe noch volle Energie. Ja, habe bis jetzt alle Punkte für mein Team gemacht. Wieder. Oh. Aber wieder einfach. Ja. Ich muss wirklich sagen, ich bin im Moment sehr gut für meine. Also wenn mich in Bad Company 2 sieht, der. Der hat auch noch, dass ich so schlecht bin und ich jetzt so halt, bevor ich jetzt einfach so doof umklappe und dann noch weiter herausfordern. Das ist Bild. 20. Also ich will unbedingt. Den habe ich leider nicht gekillt. Leider, sonst wäre der jetzt ein Stück schwach. Nämlich der Gore-Faktor in diesem Game auf Adlo ist wirklich. Ne, Major. Ist wirklich schön hoch. Der ganze Gegner wird in Stücke zerfetzt, wenn ich ihn mit so einem harten Punch treffe. Und das versuche ich die ganze Zeit. Also, ich gehe jetzt nochmal in die Base und hol mir die. Lage und mal sehen, was passiert. Proceed to Allied Territory immediately. Okay. Ja. Idiotisch. Richtig idiotisch. Also. Don't try this at home, würde ich jetzt sagen. Auf Deutsch. Bringt aber Fleck einfach sicher dahin. Gut ist. Ja, ich habe einen Scope auf der Z2, falls es einen interessiert, aber ich benutze das nicht. Weil ich es nur benutze, wenn er Gegner. Proceed to Allied Territory immediately. Der hat mich gesehen. Und der wird auch tot sein. Ach, scheiße, ey. Ich will den einmal mit dem Ding treffen. Kann's nicht gehen. Ich will einmal zeigen, wie der schön in 1000 Dinge da klettert. Ach, scheiße. Das war nicht gut. Wie schon gesagt, das war weder gut für mich, auch noch gut. Okay, aber Also steht immer noch 3-0.
Ich habe alle Punkte meines Teams gemacht. Darauf bin ich stolz. Ja, und so weiter und so fort. Und versuch dich erst gar nicht. Scheiße. Vergesst alles. Ich hab nicht. Ne, da ist er auch so ein Drache. Dünner. Also im Chat chatten die fröhlich hin und her. Ich hab's jetzt noch klein als gechattet. Hier sind keine Hacker. Superbrille ist auch kein Hacker. Ja. Nein, scheiß Geländer. Flag has been returned to Ally base. Also bei sowas kriege ich echt zu viel. Okay, vergiss es einfach. Nur noch, wenn ich von hinten komme, messer ich den. Also ich habe mindestens 5 Kills sogar so in meinen Tod gerannt, weil ich zeigen wollte, dass das Gore-System auf Major geil ist. Oh. Aber ich